Jetzt ist natürlich ein enormer Schaden entstanden dadurch, dass dieses kleine Haus praktisch an keinen weiteren verkauft werden kann, weil der Käufer hat dann gar keinen Zugang zum Haus. Herzlich willkommen bei Heil Immobilien. Ich bin der Jörg Heil und in der Immobilienbranche aus Begeisterung. Heute geht es um das Thema über 100.000 Euro Schaden beim Privatverkauf. Und das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss vom Video. Daher bleiben Sie dran bis zum Ende, schauen Sie sich das Video wirklich ganz an. Dann haben Sie wirklich auch alle Hintergründe, die da mit reingespielt haben. Und zwar ein Privatverkauf ist natürlich möglich. Klar, gibt ja auch immer wieder Eigentümer, die mal ihre Immobilie privat verkaufen. Klar, der Vorteil ist natürlich der, dass man halt glaubt, man spart was, wenn man denkt, ja okay, ich spare mir ein bisschen Maklerkotage. Die Thematik ist natürlich die, viele wissen ja gar nicht, was sie an Beratungsleistungen und an guten Dienstleistungen und an Fehlern alles vermeiden können, wenn sie einmal einen Profi engagieren. Ja. Ja klar, der Nachteil am Privatverkauf ist natürlich einfach das, sind Sie sich denn sicher, dass Sie wirklich den besten Preis erzielt haben? Weil es gibt Leute, die machen das jahrelang, die haben da jahrelang Erfahrung und die kann man sich nicht so schnell aneignen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, wir wissen das selber, es hat sich so viel die letzten Jahre getan und wir sind jetzt da auf einem Stand, wo wir sagen, Mensch, da, wenn ich wüsste, was ich alles dazugelernt habe, das ist der Wahnsinn. Ja. Und noch ein weiterer Nachteil ist natürlich auch der, dass es möglicherweise Schäden gibt, wenn man halt seine Immobilie privat verkauft. Es gibt viele, bei denen hat es funktioniert. Ja, aber wir erreichen oder uns erreichen auch immer wieder Kunden, die sagen, ja Mensch, könnte da auch irgendwas retten. Wir haben hier das versucht privat zu verkaufen und könnte da noch was retten. Ja. Und vor kurzem hatte ich tatsächlich eine Eigentümerin, die hat mich deswegen angesprochen, ja, und hat gesagt, ja, sie hat ein Grundstück, da sind zwei Häuser drauf, ein großes und ein kleines, und sie hat es privat verkauft und der Käufer, der hat jetzt dafür gesorgt, dass das Grundstück dann auch vermessen wurde, dass man das dann grundbuchrechtlich da auseinander dividiert, also teilt. Und nur leider war halt die Thematik die Grenzpunkte wurden genau auf die Grenze des Hauses, des zweiten Hauses, das die Eigentümerin doch selber nutzen möchte und auch später mal verkaufen möchte. Die Grenzpunkte wurden genau da drauf gesetzt. Und der Zugang zu dem Haus ist genau über das Grundstück des Käufers. Und jetzt ist das ja grundsätzlich kein Thema, klar. Aber im schlimmsten Fall kann halt der Nachbar das Wegerecht verweigern. Es ist im Grundbuch nicht eingetragen worden. Das heißt, zu diesem kleinen Haus gehört kein Wegerecht und ja, wenn der Nachbar sich da querstellt, wird es auch nicht eingetragen. Ja. Und die Thematik ist halt die, er stellt sich quer. Er sagt, er sieht es überhaupt nicht ein, er möchte das kleine Haus zum Schleuderpreis bzw. geschenkt haben und ansonsten steht er mit der Verkäuferin auf Kriegsfuß. Ja. Und das ist natürlich was extrem Ärgerliches. Und dieses kleine Haus hat einen ganz guten Wert. Es ist sehr schön ausgebaut. Und und jetzt ist natürlich ein enormer Schaden entstanden dadurch, dass dieses kleine Haus praktisch an keinen weiteren verkauft werden kann, weil der Käufer hat dann gar keinen Zugang zum Haus, weil dieser Zugang ist rückwärtig auf der Rückseite vom Haus. Auf der anderen Seite steht es direkt in der Straße. Man kann den Zugang nicht von der Straße oder von irgendwo anders realisieren. Das geht nur über das fremde Grundstück. Ja. Und das Ergebnis war halt, dass es wirklich eine ganz schwierige Situation ist und dass diese Privatverkäuferin extrem viel Ärger dadurch hatte, einen hohen Schaden und wirklich jetzt über Jahre hinweg Nachbarschaftsstreitigkeiten hat.
Ja, und sowas, das können Sie sich wirklich vermeiden. Also da, ob Sie jetzt, egal wen Sie sich zur Seite nehmen, ob das irgendein Berater ist oder Immobiliensachverständiger oder wer auch immer, lassen Sie sich beraten. Schauen Sie danach, dass Sie nicht unbedingt ja, einfach so einen Schaden erleiden. Ja? Und das kann ich Ihnen raten, weil sich im Vorfeld Gedanken zu machen, ist immer besser als im Nachhinein versuchen, den Scherbenhaufen zusammenzukehren. Das ist wirklich schwierig. Ja? Und haben Sie Fragen oder stehen Sie selber vor einem Verkauf? Bei Ihrem eigenen Haus oder beim geerbten Haus oder zum Beispiel, ja, dann würde ich Ihnen vorschlagen, lassen Sie uns da einfach mal kurz drauf schauen. Wir haben Ihnen ein kostenloses Strategiegespräch und da erfahren Sie schon sehr, sehr viele Informationen, die für Sie auch, selbst wenn Sie es privat verkaufen wollen, auch hilfreich sind. Und aber es gibt auch ganz viele Informationen, die Sie da nicht erfahren, die zum Beispiel hinterher im Kaufvertrag drinstehen oder einfach spezielle Formulierungen. Ja, und wir haben bisher extrem viele Referenzen. Die Kunden sind alle glücklich, die bei uns bisher gekauft und verkauft haben. Das heißt, wir wollen natürlich, dass beide hinterher glücklich sind. So eine Art Win-Win-Situation. Und für die Eigentümer haben wir natürlich zum Großteil, also wirklich fast überwiegend, deutlich über dem eigentlichen Sachwert verkauft und waren da in letzter Zeit wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ja. Also von dem her, das kann ich Ihnen anbieten. Schauen wir über Ihre Immobilie drüber, schauen wir uns das an, ob ein Verkauf für Sie mit uns sinnvoll ist. Muss ja auch für beide Seiten immer passen. Und Sie sind hinterher garantiert schlauer. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Sie können auch anrufen natürlich, klar, auch Samstag und Sonntag. Und das würde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Machen Sie es, nehmen Sie es wahr. Sie sind hinterher garantiert schlauer. Ja. Und was sind Ihre Erfahrungen? Welche Schäden oder welche Fehler haben Sie schon bei Ihrem Immobilienverkauf gemacht? Und was kann man einfach vermeiden? Was sind Ihre Tipps? Was haben Sie so erlebt bei Ihrem Immobilienverkauf? Schreiben Sie es unten einfach kurz in die Kommentare. Wir sind neugierig. Und wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, dann lassen Sie uns ein Like da. Klicken Sie auf den Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und aktivieren Sie die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal.